Ja, liebe Autoflur-T-Fans, immer noch auf dem Genf-Autosalon. Ich schaue jetzt zu Kia. Ich sehe nämlich schon den Gilbert Hake, den Pressesprecher. Den werden wir jetzt mal überraschen. Schauen wir mal, der hat gerade niemanden bei sich stehen. Dann machen wir das ganz spontan jetzt. Gilbert? Hallo, servus. Du bist schon am Video. Servus, guten Morgen. Servus. Wie schaut, ich habe gerade gesagt, wir überraschen dich jetzt. Ich nehme einfach die Kamera gleich mit. Ist es ein guter Zeitpunkt? Also ja. Zwei Minuten nein, Zeit, freilich, ich habe auch 3 Minuten. Ja, ja. Ich habe schon gesehen, oder ich weiß natürlich, dass der neue Seat da ist, ja. Aber Seat Kombi ist auch da. Ist ganz neu. Ja. Ja. Ja, weil das war eben in München noch nicht, ja. Hier schon. Erstens einmal, weil wir natürlich noch irgendwas brauchen und weil er noch nicht fertig war. Okay. Das. Schauen wir kurz hin, ja, ja, dann können wir rundherum gehen. Natürlich stand sozusagen im Lastenheft diesmal beim Kombi Laderaummaximierung, ja. Weil wir wollen die 600 Liter knacken, ja. Das ist uns auch gelungen. Ja. Da, es gibt elektrisches Hintertürl, ja. Es gibt eine dreigeteilte Rücksitzanlage. Serienmäßig? Naja, das wissen wir noch nicht ganz. Also es gibt noch keine Trimlines, weil es ist alles noch sehr am Anfang. Wir müssen natürlich die Autos noch zusammenstellen, das Pricing ist alles noch im Laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, dieses ganze Paket, dreigeteilte Rücksitze, Schienensystem, ab der zweiten Ausstattungsvariante Silber. Okay. Aber zum Beispiel, sowieso die Mehrheit nimmt, oder? Die meisten kaufen, ja. Und besonders auch endlich die versenkbare Hutablage. Nie wieder wird sie in der Garage gammeln, sondern ja. Sie hat ein gutes Plätzchen. Ja. Kofferraum ist riesig groß, hat geschickte Unterfächer auch. Also, ja. Das Schienensystem gab es aber noch nicht im Seat. Doch, das hatten wir schon beim jetzigen Seat. Okay. Da eben auch immer ab der Silber-Variante. Und ich finde das sehr praktisch. Also, das ist schon ganz interessant. Weil es wirklich für Ordnung sorgt im Kofferraum und nicht sehr unordentlich. Ja. Ja, auch das ist neu. Das elektrische Hintertürl hatten wir bis jetzt in dieser Klasse noch nie. Wie viel Liter Kofferraum hat er? Weil du sagst, 600. Genau 600. Genau 600 okay. Liter okay. Als Grundkofferraum. Das war das Ziel, dass man sagt, damit sind wir bei den Klassenbesten. Sehr schön. Wann kommt er? Aller Voraussicht nach wird es so sein, dass der Fünftürer etwa zu Schulschluss kommt, Ende Juni, ja. Und der Kombi im September zu Schulbeginn quasi. Okay. Gibt es noch? Was steht hier noch? Es steht hier auch noch ein Facelift für den Optima, ja. Wobei jetzt das Facelift im optischen Sinne aufgefallen ist, dass das Auto wieder auf den neuesten technischen Stand gebracht wird, ja. Was Motoren, Getriebe, Abgastechnik betrifft, aber auch natürlich für den Sicherheitsfeatures ist da jetzt wieder alles drin, was halt State of the Art ist. Okay, ab wann gibt es den? Ich schätze bestellbar. August, September schätze. Okay, so spät, aber bestellen könnte man schon, oder? Nein, noch nicht. Das okay. Also wird auch so ab Mai, Juni okay. Wird es Preise und Ausstattungen geben, ja. So wie beim Seat, schätze ja. Ich auch, dass wir im Mai sagen können, wie viel er kostet, was er kann und so. Aber eben ab September auch. Und was auch neu ist, ist der Rio als GT-Line. Ja. Der steht hier ein bisschen abseits, okay. Weil es halt auch nur eine Variante ist. Aber ich finde, dass der einfach grundsätzlich ganz fesch ist. Also das wird eine interessante Alternative für jemanden, der im B-Segment doch ein bisschen einen individuellen Auftritt haben möchte. Und mit dem 120 PS Turbo-Benziner geht der auch. Da haben wir bisher nur den Picanto gekannt, oder? Mit der GT-Line. Genau, Picanto GT-Line genau. Gab es schon, allerdings motorisch nur mit den normalen Motoren. Jetzt ja. Gibt es eben auch den 1 Liter Turbo bei Picanto. Okay. Da werde ich mich dann einmal melden wegen einer Crossline als Testfahrzeug. Okay. Ja. Und Rio gab es ja den 1 Liter Turbo schon, jetzt gibt es halt auch die GT-Line für den sportlicheren Auftritt. Okay. Super. Ja, Gilbert, gibt's
Habt ihr sonst noch was? Willst du noch was erzählen? Oder den hey, was mir schon auch wichtig zu sagen ist, ist, ja, dass beim Seed neu auch ein 1,6 Liter Diesel kommt, der völlig neu aufgebaut ist, SCR-Card hat, Harnstoffeinspritzung, dass, Euro 6C nur am Schaft. Dass wir mit diesem Motor auch Euro 6C überspringen und gleich in die nächste Kategorie Euro 6D Temp gehen, ja, und damit es auch unseren Kunden 3-4 Jahre mehr Rechtssicherheit bieten, ja, dass ihr Auto dem neuesten Stand entspricht. Und ich bin dieses Auto schon einmal in einem Vorserienauto diesen Motor gefahren und war begeistert, weil das extrem leise, geht gut, verbraucht wenig, fühlt sich eigentlich fast an wie ein Benziner und nicht wie ein Diesel, also so fein und geschmeidig. Da freue ich mich auf die ersten, auf die Pressefahrt oder auf den Pressetest in Portugal. Ja, Ende Juni, genau. Und da wird diese Antriebsvariante sicher zu testen, ja, da sein. Hast du zu den Preisen irgendwas? Gibt es da schon was? Die werden ja eigentlich, also für den Fünftürer weiß ich es, die werden erst so mit Juni oder was? Also ich schätze, dass wir Mai, Juni die Preise bekannt geben werden können. Okay. Aber wir sind natürlich am Verhandeln mit dem Werk und mit dem Hersteller, ja, und wir wollen unseren Kunden halt das beste Package bieten. Ja. Also lieber ein bisschen länger verhandeln und nicht rudeln, ja, und dafür einen besseren Preis geben. Ja. Sehr schön. Ja. Ich finde euren Stand auch hübsch, weil der nicht so vollgeräumt ist. Ja, wobei natürlich viel Freifläche. An den Publikumstagen hier noch einige Autos dazukommen, weil natürlich jetzt dem Endkäuferpublikum, ja, das gesamte Modellangebot gezeigt werden muss. Wir sind, ja, heute an einem Pressetag, ja, da. Da zählen natürlich in erster Linie die Neuheiten. Was können wir sonst erwarten noch von euch heuer? Bis auf eben den nagelneuen Seat, das Optima Facelift. Ja, was sicher ein Thema sein wird, wird allerdings erst im Herbst, Spätherbst, der Niro als rein elektrischer. Mit, okay, zwei verschiedenen Batterie-Packages mit, ja, entweder 300 oder 500 Kilometern Reichweite. Super. Ja, Gilbert, dann sage ich mal danke. Ja, hat mich sehr gefreut über den Besuch und ja, wünsche noch einen schönen Tag auf dem Salon. Danke. Alles Gute. Servus. Tschüss.